unserer Sammlung ist auch ein Teilbestand von Eduard Spelterini. Wir haben Glasplattennegative, die er am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts aufgenommen hat und damit eigentlich als erster die Schweiz von oben fotografiert hat. Ausgehend von oben und gehen weiter über den Ballon und die Taube, das Flugzeug und den Satelliten bis ins Hier und Jetzt, wo halt eben mit der Drohne diese Vogelperspektive ganz vielen Menschen zum ersten Mal zugänglich gemacht und gezeigt, auf vielen Vorträgen und Diashows. Spelterini hat auch als Ballonfahrer sehr innovativ gearbeitet. Er war der Erste, der über die Alpen geflogen ist. Er war der Erste, der in so hoher Höhe fotografieren konnte, was damals sehr schwierig war technisch. Und er hat auch ästhetisch fantastische Bilder hergestellt. Wir haben in der Ausstellung auch einen Ballonkorb, einen historischen, in den man hineinsteigen kann. Und mit diesem Ballon haben wir eine Virtual Reality Fahrt programmiert. Man kann sich eine Brille aufsetzen und dann eine Fahrt Spelterinis nacherleben in virtueller Realität. Wir haben auch eine Brieftaube, eine ausgestopfte Brieftaube in der Ausstellung, weil an der Wende zum 20. Jahrhundert war die Nachfrage nach Luftaufnahmen sehr groß. Es gab aber noch kein wirklich funktionales Flugzeug. Und so hat man Drachen oder Ballone und eben auch Brieftauben mit Kameras ausgestattet und in die Luft entlassen und sich so erhofft, Aufnahmen zu machen. Wir haben auch ein paar Brieftaubenaufnahmen in der Ausstellung. In dieser Ausstellung gefällt mir besonders, dass wir aus einem Nachlass, aus einem fotografischen Nachlass der Bibliothek davon ausgehen, also Nachlass Eduard Spelterini, ein wichtiger Nachlass bei uns in der grafischen Sammlung, und wir ziehen ein Bezug.